scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und jetzt kommen wir zum nächsten Impulsgeber. Und das sage ich immer, das ist mein Lieblingsimpulsgeber, mein Lieblingssprecher, und er ist auch jedes Mal dabei. Und es ist wirklich ein so besonderer Mensch, der mich jetzt schon Jahrzehnte hier auch begleitet, weil er lebt in München und er arbeitet ja auch schon Jahrzehnte. Er begleitet schon seit über 50 Jahren die Menschen, ja. Und er kann einfach dadurch, dass er so ein geübter Menschenleser ist, die Menschen auch anders wahrnehmen. Auch so wie Melanie, ganz, ganz intuitiv, ja, ganz tiefgründig, ja. Und zu ihm kommen Menschen, die da Hilfe brauchen, und er ist unter anderem auch Mentor, er ist Dozent, Berater, Profiler, Lebenssinncoach, ja, und transformiert und begleitet eben die Menschen in ihrer Neuorientierung. Und heute ist sein Thema Beziehung und der Wunschverstand. Also ich bin wieder super gespannt auf den Vortrag von Jean-Marie Bottequin, und bitte begrüßt mit mir heute Abend Jean-Marie Bottequin. Und die Bühne gehört dir und das Mikrofon auch. Wir hören dich noch nicht, Jean-Marie. Dankeschön. Danke, Martina, für diese wunderschöne Vorstellung, und die du immer so schön machst und so gut machst. Ich habe mich heute gefragt, Beziehung, ja, oder soll das auch Partnerschaft heißen? Und was wir über unsere Beziehungen und unser wichtiges Bedürfnis wissen wollen, nämlich Glück. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn man nicht weiß, was einem glücklich macht, kann es passieren, dass man Illusionen nachjagt, die einen nur leiden lassen. Zum Beispiel auch die ewige Suche nach einer Beziehung. Wer kennt doch solche Menschen, ja? Heute machen wir diese Datingsportale, ja? Hier im Sinne von einer Partnerschaft. Und bringt das unbedingt Glück? Das wirkliche Geheimnis des Glücks ist vielleicht näher, als wir denken. Glück in der Beziehung ist ein schlüpfriger kleiner Teufel. Für manche könnte Glück so einfach sein, wie genug zu verdienen zum Beispiel, sich zu ernähren oder so grundlegend wie sauberes Trinkwasser oder sichere Straßen, auf denen man gehen kann. Wenn du jedoch das Bedürfnis hast, ein festes Zuhause oder einen festen Wohnsitz zu haben, eine feste Beziehung, bist du vielleicht überrascht, wenn sich das Glück schwer fassen lässt. Der Unterschied zwischen Beziehung und Partnerschaft jetzt. Ich kann es nicht verkneifen, einen Unterschied zwischen beide zu deuten. Für mich hat Beziehung mit dem Wunschverstand zu tun. Auf Sanskrit, seit über 10.000 Jahren, heißt das Kama Manas, wobei das Wort Manas Mensch gegeben hat. Und Kamas ist der Wunsch, also der Wunschverstand. Es ist der egoistische Teil in uns, der Eigenvorteil. Es ist nicht so sehr die Liebe, sondern eine niedrige Stufe von Liebe. Es hat mit Nehmen zu tun und weniger mit Geben. Wir sprechen zum Beispiel auf anderer Ebene von Staatsbesitz, von Länderbesitz, Regierungsbesitz, Interessenbesitz. Aber in einer Beziehung zieht es. Es ist wie ein Gummifaden mit mehr oder weniger Spannungen. Es ist das Hin und Her, eine Art Diplomatie, ein Arrangement. Eine Partnerschaft ist eher ein Akt der Balance. Es hat mit Ethik und mit Geben zu tun. Die Freiheit auch darin ist immer möglich durch Regeln, durch morale Pflichten und Verantwortung. Sie ist wie ein Seiltänzer oder ein Trapezkünstler. Man hat den anderen immer in ein Auge. Ja, und in Gleichgewicht, eine Einheit auf Augenhöhe. Das ist auch Vertrauen. Dafür ist eine besondere Entwicklung nötig, von Ich zum Du. Und dann, um dann zu dem Wir zu kommen, zu können,
und weiter, noch weiter zu alle. Aus dem Future Skills lernen wir das künstliche Wort VUCA. Das W von Volatilität. Das heißt, lebenslange Lernen und mutig handeln. Das U, ja, das heißt Unsicherheit. Wir müssen Grenzen akzeptieren und respektieren. Komplexität. Wir sind verwundbar und müssen Kollaboration lernen. Ja, zusammenwirken, zusammenarbeiten. Wie ein Vertrag eigentlich. Ja. Wir sprechen auch über Eheverträge. Na gut, das ist eine alte Sache. Auch in der Partnerschaft und noch viel mehr in Beziehungen. Das heißt Ambiguität. Wir müssen experimentieren und aus Fehlern lernen. Partnerschaft ist keine Komfortzone. Nein, sie soll eine fortschreitende Imagination sein, statt Fantasie. Also Imagination ist Kreativität jeden Tag. Und das ist es, was uns zum Menschen macht. Wenn wir nicht mehr ums Überleben kämpfen, kann sich unsere Vorstellung von Glück in eine endlose Suche nach einer perfekten Traumbeziehung zum Beispiel, ein Albtraumurlaub oder eine 10 Essen verwandeln. Oder je nach großem Appetit kann eine sogenannte glückliche Beziehung mit hochkarätigen sinnlichen Erlebnissen verbunden sein, die scheinbar überall mit jetzt kommt das Glück ausgedrückt werden kann. Aber enttäuschend ist, dass all diese Dinge nach einer Weile, das kann einige Jahre dauern und noch kürzer, dazu führen, dass wir uns leer, gereizt, unzufrieden fühlen, wie pleite. Wir befinden uns auf dem Boden der rauen Realität. Und das müssen wir doch bekennen können. Wir arrangieren uns oder wir kämpfen und wir trennen uns. Wir glauben vielleicht, dass es unser Recht ist, glücklich zu sein. Aber die meisten Menschen von uns haben keine Ahnung, was wir wirklich wollen und was eine Beziehung für uns wirklich bedeutet. Ja, eine Beziehung ist ein Bedürfnis und eine Partnerschaft ist die Ernte. Und das mögliche Glück ist dann die Belohnung. Vielleicht gehst du davon aus, dass Glück in der Beziehung nur mit großem Reichtum oder Sinnlichkeit erreicht werden kann. Ja, sicher, warum nicht? Aber wenn man sich das Elend der vielen Scheidungen, die jetzt schon nach 2,5 Jahren und den Erfolg von diesen vielen Plattformen, die untreue Websites anschaut, scheint es das langweilig, gepaart mit der unglücklichen Anziehungskraft der Schwerkraft, es unausweichlich macht, dass die Konzentration in der Partnerschaft auf Äußerlichkeiten nicht zu dauerhafter Freude führen wird. Wir vermögen glauben, dass es sogar unsere Pflicht ist, eine glückliche Partnerschaft zu haben. Aber die meisten von uns haben keine Ahnung, was wir wirklich wollen und was diese Schuldigkeit für uns bedeutet. Das soll nicht heißen, dass es nicht wunderbar ist, emotionale, geistige und körperliche Kompatibilität mit einem anderen Wesen zu empfinden. Nein, es ist großartig. Wer liebt es nicht, sich in ein gemütliches Bettchen zu kuscheln? Aber wenn du dich für das Glück interessierst, kannst du dann erkennen, was an einer liebenden Verbindung so besonders ist, dass sie dauerhafte Freude hervorruft oder was es bedeutet, ein echtes Zuhause zu haben. Und ich meine auch hier ein seelisches Zuhause. Ein Rausch der Sinne kann berauschend sein, ja, okay. Aber was ist eigentlich die Wurzel des Glücks in einer Beziehung? Da nichts im Leben sicher ist, was hält uns wirklich bei Laune, wenn es hart um hart kommt? Was spürst du, wenn du gesehen und geschätzt wirst, auch wenn das Leben schwierig ist? Was spürst du, wenn du jemandem in Not hilfst, auch wenn du selber kaum genug hast? Macht es dich glücklich, wenn du mit deinen Kindern spielst oder mit deinem Haustier? Was macht dich wirklich glücklich?
Das ist eine schwierige und sehr intime Frage. Wenn es darauf ankommt, entsteht ein Glücksgefühl in der Beziehung, in der Regel durch Verbundenheit. Durch das Gefühl, wertgeschätzt zu werden und durch die Teilnahme an sinnvolle Aktivitäten. Ja, zum Beispiel ein Projekt zusammen zu machen oder meinetwegen ein Gemeinschaftsgarten oder ein Lächeln, die man schenkt oder empfängt. Es braucht für die meisten Menschen nicht Enormes. Oder doch? Wenn wir nicht untersuchen, was uns wirklich glücklich macht in einer Partnerschaft, nehmen wir leicht an, dass Essen, Sex, ein schickes Haus, ein schnelles Auto den Weg ins Glücksland sind. Aber alles Äußere, auf das wir uns verlassen, um glücklich zu sein, wird uns wahrscheinlich enttäuschen, wenn Langeweile, mehrere Erwartungen und sogar die Hoffnung, dass wir nicht enttäuscht werden. Wenn wir alles, was das Leben uns bringt, zu schätzen wissen, weil es sowieso kommen wird, selbst die Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie nicht wollen, zum Beispiel Krankheit, Herausforderungen, Unfälle, dann ist das Glück in und durch eine Beziehung vielleicht noch nicht so schwer zu erreichen. Mein Tipp: Töte dein Egoismus. Es kann schwierig, vielleicht sogar entmutigend sein, sich tiefgründige Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was macht nach der Verliebtheitsphase eine harmonische Beziehung überhaupt noch möglich? Aber wenn du herausfindest, was Glück für dich wirklich bedeutet, kannst du alles, was auf dich zukommt, willkommen heißen, sogar eine komplizierte Beziehung. Beziehung und Partnerschaft haben aber eines gemeinsam. Wenn sie Früchte tragen wollen, beide sollten eine Vision entwickeln. Das heißt, kollaborativ handeln auf 4 Ebenen und 4 Dimensionen. Und das werde ich gleich erklären. Stelle dich das so vor. Von dem Punkt zur Linie, von der Linie zum Dreieck und dann zum Viereck. Jeweils auf der rationalen Ebene, auf der emotionalen Ebene und auf die spirituelle Ebene und auf der Transformationsebene. Aber da ist die Martina die Spezialistin. Also, auf die rationale Ebene. Erstens, von ich ausgehend, was ist richtig und was ist wichtig? Zweitens, das Du ist ein Interessenausgleich, gemeinsam zu der besten Lösung zu kommen. Drittens, dass wir, Selbstführung, unsere mentale Ebene. Ja? 4, für alle, wir schaffen das gemeinsam und für die Welt. Auf die emotionale Ebene, erstens, von ich ausgehend, die Selbstwahrnehmung stärken. Bin ich resilient? Zweitens, dass du die Beziehung, Kompetenzen stärken. Kommunikation, was braucht der andere? Was braucht der andere, mein Gegenüber? Drittens, dass wir ist das gemeinsame Ziel anpeilen. Viertens, für alle globales Bewusstsein entwickeln und Transparenz in der Beziehung aufbauen. Was ist jetzt auf die spirituelle Ebene? Dass ich, erstens, ich bin mit mir im Reinen. Zweitens, dass du Führungsfähigkeiten ausbauen, der Partner als Begleiter und liebevollen Coach ansehen. Drittens, dass wir. Was ist meine Vision? Habe ich eine Vision? Wo ist mein Polarstern? Und viertens, für alle, Verantwortung und Überblick behalten. Und auf die Transformationsebene, das ist eine neue Ebene jetzt, dass ich Selbstentwicklung. Wie lerne ich? Lerne ich überhaupt etwas weiter? Zweitens, dass du. Wie helfe ich anderen? Ich glaube an dich. Drittens, dass wir stärken unsere Fähigkeiten gemeinsam. Und viertens, für alle, wie verändern wir gemeinsam die Welt? Also 3 Wege, um zu erkennen, ob du eine Verbindung zu einer glücklichen Beziehung hast. Und mein Tipp ist, erstens,
erkenne dich selbst. Gnautu siauton auf Griechisch. Wenn du dich im Spiegel ansiehst, schätzt du dann diese Person, die dich anschaut, voll und ganz? Und wenn nicht, wird es unmöglich sein, Glück bei jemandem anders zu finden. Genieße erst, du selbst zu sein. Und merke, wie die Freude an dir selbst in all deiner Pracht und Herrlichkeit die Grundlage für eine echte Partnerschaft ist. Zweiten Tipp. Wenn du dein Leben betrachtest, so wie es ist, kannst du dann jede Erfahrung schätzen? Selbst Herausforderungen machen dich glücklich, wenn du siehst, wie interessant alles ist. Benütze nicht deine Partnerin oder dein Partner für deine eigene Heilung. Heile dich selbst. Drittens, wenn du dich um dich und andere kümmerst oder kümmern würdest, ja, merkst du, wie dich das glücklich machen kann und sicher machst. Du kannst in einer Beziehung glücklich sein, wenn du mit allem, was das Leben dir bietet, einverstanden bist. Mit allem, ja. Und weißt, dass das Leben nur ein kurzes Geschenk ist. Eine Beziehung kann uns glücklich machen, wenn wir uns auf alles einlassen und es in vollen Zügen verantwortungsvoll leben. Wisse, erfahre, forsche, was deine Beziehung braucht. Deine Beziehung braucht, um geliebt zu werden und lieben zu können. Wir hören sehr viel über Veränderung, ja? Aber wie erfahren wir Veränderung? Wenn wir nicht nur lernen, sondern täglich Bewusstheit umsetzen, bleiben wir in einer Schleife, obwohl wir den Schlüssel in der Hand hätten. Das Ziel und Ernte gleichzeitig in Verbundenheit zu sein. Fühle deine Gefühle, fühle deine eigenen Gefühle und lerne die Emotionen von anderen Menschen richtig zu fühlen. Das ist echte Beziehung. Und darüber hinaus kann es zu einer harmonischen Partnerschaft wachsen. Die Martina hat es schon gesagt, ich unterstütze suchende Menschen in einer harmonischen Beziehung mit meinen neuen Liebesvitamine für ein erfülltes Liebesleben. Ich bedanke mich herzlich, Jean-Marie Botka. Ich bin für euch da als Menschenleser, als Transformer, als Work-Life-Balance-Profiler und Persönlichkeitscoach. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, lieber Jean-Marie. Also wie viele von euch haben heute etwas gelernt und etwas mitgenommen hier aus diesem Paket an wertvollen Impulsen? Es ist immer so ein Reichtum. Schaut mal, ihr habt die Reaktionstaste schon gefunden. Da fliegen die Herzchen und die Daumen hoch. Und deshalb ist auch Jean-Marie hier mein Lieblingsimpulsgeber, weil ich lerne immer etwas. Und ich mache mir auch jedes Mal Notizen und komme manchmal gar nicht so schnell mit bei dem Future Skills, VUCA, Unsicherheit, den Rest habe ich jetzt schon nicht mehr, da sprechen wir ein andermal drüber. Und das Schöne ist, dass wir immer diese Impulse nachschauen kann und auch diese wertvollen Sachen, die uns mitgibst. Ja, du bist internationaler Kommunikationstrainer und das spüre ich in jeder Zelle. Da kommen neue Wörter von mich aus dem Sanskrit und jedes Mal sauge ich die auch auf, weil du bist einfach so ein weiser Mensch. Ja, also ich danke dir jedes Mal von ganzem Herzen für deine wundervollen Impulse beim Impulsetag X.